Meisterjungfer. Es war einmal ein König. Der hatte mehrere Söhne. Wie viel es aber eigentlich waren, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Als der Jüngste herangewachsen war, hatte er durchaus keine Ruhe zu Hause, sondern wollte mit aller Gewalt fort in die Welt und sein Glück versuchen. Er hielt auch nicht auf, seinen Vater so lange zu bitten, bis dieser ihm endlich die Erlaubnis zum Reisen erteilte. Als er nun einige Tage lang gereist war, kam er zu einem Riesenschloss. Und da gab er sich bei dem Riesen in Dienst. Den anderen Morgen machte der Riese sich in aller Frühe auf, um seine Ziegen zu hüten. Dem Königssohn aber befahl er, ihn mittlerweile den Stall auszumisten. »Und wenn du damit fertig bist«, sagte er, »dann hast du für heute Feierabend. Denn du musst wissen, dass du zu einem guten Herrn gekommen bist. Aber was ich dir sage, das musst du treu und ordentlich verrichten. Und dann darfst du in keins von den Zimmern gehen, worin du noch nicht gewesen bist. Tust du es dennoch, so kostet es dir das Leben.« »Ja, wahrhaftig«, sagte der Königssohn, als der Riese fort war, »das ist doch ein guter Herr.« Und ging auf und ab im Zimmer und sang und tralleite. Denn er meinte, mit dem Ausmisten hätte es noch gute Weile. »Aber wissen möchte ich doch wohl, was in den anderen Zimmern sein mag«, sagte er. »Es muss wohl etwas Besonderes sein, weil er es mir so strenge verboten hat, hineinzugehen.« Und damit ging er rasch in das erste von den Zimmern. Hier hing ein Kessel von der Decke herab und kochte. Aber der Königssohn sah kein Feuer darunter. »Was wohl drin sein mag«, dachte er und tauchte einen von seinen Handschuhen hinein. Und da wurde der Handschuh, als wäre er von lauter Kupfer. »Eine schöne Suppe«, sagte er. »Wenn einer davon kostete, würde er gewiss hübsch um den Schnabel aussehen.« Hierauf ging er in ein anderes Zimmer. Und da hing auch ein Kessel von der Decke herab und bruttelte und kochte, aber Feuer war auch nicht darunter. »Ich muss den auch mal probieren«, sagte der Königssohn und steckte wieder seinen Handschuh hinein. Und nun ward derselbe ganz versilbert. »So teure Suppe gibt's nicht auf meines Vaters Schloss«, sagte der Königssohn. »Es fragt sich nur, wie sie schmeckt.« Hierauf ging er in das dritte Zimmer und da hing auch ein Kessel von der Decke herab und kochte, ganz so wie in den beiden anderen Zimmern. Und der Königssohn bekam Lust, den auch zu probieren und tauchte wieder den Handschuh hinein. Und da ward derselbe so blank und vergoldet, dass es nur so blitzte. »Donner und's Wetter«, sagte der Königssohn, »wird hier Gold gekocht? Was mag man denn dort drin kochen?« Und damit ging er in das vierte Zimmer. Hier war kein Kessel zu sehen, aber auf der Bank saß eine Jungfrau. Das war gewiss seine Königstochter. Was für eines Mannes Tochter es aber auch sein mochte, so hatte doch der Königssohn noch nie ihresgleichen gesehen. So außerordentlich schön war sie. »Um Himmels Willen! Was willst du hier?« rief sie, sobald sie ihn gewahr ward. »Ich bin seit gestern hier im Dienst«, sagte der Königssohn. »Gott steh dir bei für den Dienst, den du hier bekommen hast«, sagte sie. »Oh, mir deucht, ich habe einen guten Herrn bekommen«, sagte der Königssohn. »Er hat mir heute eben keine schwere Arbeit aufgegeben. Wenn ich den Stall ausgemistet habe, kann ich Feierabend machen.« »Ja, aber wie willst du das anfangen?«, sagte sie. »Denn wenn du so ausmistest, wie andere Leute zu tun pflegen, so kommen für jede Schaufel voll, die du hinauswirfst, wieder 10 andere Schaufeln voll hinein. Ich will dir aber sagen, wie du es machen sollst. Du musst bloß die Schaufel umkehren und mit dem Stiel ausmisten. Dann fliegt alles von selbst hinaus.« »Ja, das wollte er schon in Acht haben«, sagte der Königssohn. Und nun blieb er bei der Prinzessin, ich werde sie so nennen, den ganzen Tag über, denn sie waren bald darüber einig geworden, dass sie einander heiraten wollten.
Und da wurde denn dem Königssohn der erste Tag, den er bei dem Riesen diente, eben nicht lang, kannst du glauben. Als es aber gegen Abend kam, sagte sie zu ihm, »Nun ist es am besten, du müsstest den Stall aus, ehe der Riese wieder nach Hause kommt.« Als aber der Bursch in den Stall kam, wollte er sehen, ob es sich wirklich so verhielt, wie die Königstochter ihm gesagt hatte, und fing an, so auszumisten, wie er es früher von den Stallknechten seines Vaters gesehen hatte. Aber er musste bald damit aufhalten, denn als er eine Weile so gemistet hatte, war im Stall beinahe kein Raum mehr, wo er stehen konnte. Darauf mistete er so aus, wie die Königstochter es ihm gelehrt hatte. Nämlich, er kehrte die Schaufel um und mistete mit dem Stiel. Und nun dauerte es kaum einen Augenblick, da war der Stall so rein, als ob er gefegt und gescheuert wäre. Als er damit zustande war, ging er auch wieder zurück in das Zimmer, das der Riese ihm angewiesen hatte, und da spazierte er auf und ab und sang und tralleite. Endlich kam der Riese mit den Ziegen wieder nach Hause. Und die erste Frage, die er dem Königssohn tat, war, »Hast du nun den Stall ausgemistet?« »Ja, ja, der ist rein und sauber«, sagte der Königssohn. »Das will ich mal sehen«, sagte der Riese und ging in den Stall. Aber es verhielt sich, wie der Königssohn gesagt hatte. »Du hast gewiss mit meiner Meisterjungfer gesprochen«, sagte der Riese, »denn das hast du nicht aus dir selber.« »Meisterjungfer? Was ist das für eine?«, sagte der Königssohn und stellte sich ganz dumm an. »Die möchte ich wohl mal sehen. Du wirst sie noch früh genug zu sehen kriegen«, sagte der Riese. Als der Riese den anderen Morgen die Ziegen wieder auf die Weide trieb, sagte er zu dem Königssohn, den Tag solle er sein Pferd nach Hause holen, das in der Koppel ginge. Und wenn er das getan hätte, könnte er Feierabend machen. »Denn du bist zu einem guten Herrn gekommen, musst du wissen«, sagte er wieder. »Gehst du aber in irgendeins der Zimmer, das ich dir verboten habe, so drehe ich dir den Hals um.« Und damit trieb er seine Herde in den Wald. »Ja, wahrhaftig, bist du ein guter Herr«, sagte der Königssohn. »Ich möchte aber doch wieder ein Wort mit der Meisterjungfer sprechen. Vielleicht, dass sie noch ebenso früh mein wird als dein.« Und damit ging er wieder zu ihr hinein. Sie fragte ihn, was der Riese ihm den Tag zu tun befohlen hätte. »Oh, es ist eben keine schwere Arbeit«, sagte er. »Ich soll bloß das Pferd aus der Koppel holen.« »Ja, aber wie willst du das anfangen?«, fragte ihn die Meisterjungfer. »Oh, es gehört wohl eben keine Kunst dazu, ein Pferd aus der Koppel zu holen«, sagte der Königssohn. »Denn ich will doch meinen, ich habe schon manches rasche Pferd geritten.« »Die Sache ist aber gleichwohl nicht so leicht«, sagte sie. »Indes will ich dir lehren, wie du es machen musst. Sobald du das Pferd erblickst, kommt es brausend auf dich zu und schnaubt Feuer und Flamme aus beiden Nüstern. Pass aber dann gut auf und nimm das Gebiss, das dort bei der Tür hängt, und wirf es ihm ins Maul. Dann wird es augenblicklich so zahm, dass du damit tun kannst, was du willst.« »Ja, das wollte er schon in Acht haben«, sagte der Königssohn und blieb nun den ganzen Tag drin bei der Meisterjungfer. Und sie schwatzten von diesem und jenem und wie herrlich und vergnügt sie leben wollten, wenn sie erst aus der Gewalt des Riesen wären und einander geheiratet hätten. Und der Königssohn hätte gewiss Pferd und Koppel darüber vergessen, wenn nicht die Meisterjungfer gegen Abend ihn daran erinnert hätte und sie ihm sagte, es wäre am besten, dass er jetzt das Pferd hole, ehe der Riese nach Hause käme. Das tat er denn auch. Er nahm das Gebiss, das bei der Tür hing, und lief damit in die Koppel. Nun dauerte es nicht lange, so kam das Pferd an und schnob Feuer und Flammen aus beiden Nüstern. Da nahm aber der Königssohn seine Gelegenheit wahr und warf ihm das Gebiss in den offenen Rachen. Und nun stand das Pferd da, so geduldig wie ein Lamm. Und da war es eben keine große Kunst, es nach dem Stall zu bringen. Als der Bursch damit fertig war, ging er wieder zurück auf sein Zimmer. Und dort spazierte er auf und ab und sang und tralleite. Wie nun der Riese mit den Ziegen nach Hause kam, war seine erste Frage,
Hast du auch das Pferd von der Koppel geholt? Ja, ja, sagte der Königssohn. Es war ein possierliches Pferd zu reiten, aber ich hab's glücklich in den Stall gebracht. Das will ich mal sehen, sagte der Riese und ging in den Stall. Das Pferd aber stand richtig da, so wie der Königssohn gesagt hatte. Du hast gewiss mit meiner Meisterjungfer gesprochen, sagte der Riese. Denn das hast du nicht aus dir selber. Gestern sprach ihr von eurer Meisterjungfer und heute wieder, sagte der Königssohn und stellte sich ganz dumm und einfältig an. Was ist denn das für eine, Herr? Ich möchte sie doch gern einmal sehen. Du wirst sie noch früh genug zu sehen kriegen, sagte jener. Als der Riese am dritten Morgen seine Ziegen in den Wald trieb, sagte er zu dem Königssohn, Heute sollst du nach der Hölle und den Brandschatz holen. Und wenn du das getan hast, kannst du Feierabend machen, denn du bist zu einem guten Herrn gekommen, musst du wissen. Ja, ich will's glauben, sagte der Königssohn. Und als der Riese gegangen war, ein wie guter Herr du aber auch sein magst, so sind es doch garstige Arbeiten, die du mir auflegst. Ich will indes wieder ein Wort mit deiner Meisterjungfer sprechen. Du sagst zwar, sie gehört dir, aber vielleicht sagt sie es doch mir, wie ich es machen muss. Und damit ging er wieder hinein zu der Meisterjungfer. Als diese ihn nun fragte, was der Riese ihm den Tag für eine Arbeit aufgegeben hätte, sagte er, dass er ihm befohlen habe, nach der Hölle zu gehen und den Brandschatz zu holen. Und wie willst du das anfangen? Fragte ihn die Meisterjungfer. Ja, du musst es mir sagen, versetzte der Königssohn. Denn in der Hölle bin ich noch nicht gewesen und wenn ich auch den Weg dahin wüsste, so weiß ich doch nicht, wie viel ich einfordern soll. Ja, ich will dir wohl helfen, versetzte die Meisterjungfer. Du musst nach dem Felsen dort hinter der Koppel gehen und den Kloben nehmen, der da liegt, und damit an die Felswand klopfen. Dann wird wohl einer herauskommen, dass es nur so knistert. Dem musst du deinen Auftrag sagen und wenn er dich dann fragt, wie viel du haben willst, dann sag nur, so viel er sich tragen kann. Ja, das wollte er schon in Acht haben, sagte der Königssohn und blieb nun wieder bei der Meisterjungfer, bis es Abend wurde. Und er wäre gern noch länger da geblieben, wenn sie ihn nicht erinnert hätte, dass er fort müsse nach der Hölle und den Brandschatz holen, ehe der Riese wieder nach Hause käme. Der Bursch machte sich nun auf und tat, wie die Meisterjungfer ihm gesagt hatte, ging zu dem Felsen hinter der Koppel, nahm den Kloben und klopfte damit an die Wand. Sogleich kam einer heraus, dem die Funken aus Augen und Nase flogen. »Was willst du?« rief er. »Ich soll grüßen von dem Riesen und dem Brandschatz für ihn einfordern«, sagte der Königssohn. »Wie viel willst du haben?« fragte der andere. »Oh, ich verlange nicht mehr, als ich tragen kann«, versetzte der Königssohn. »Es war dein Glück, dass du nicht dein ganzes Fuder verlangtest«, sagte der, welcher aus der Felswand gekommen war. »Aber komm jetzt herein, dann will ich dir den Brandschatz auszahlen.« Der Königssohn ging nun mit ihm hinein, und da sah er in dem Berg so viel Gold und Silber, als Steine in der Erde liegen. Er bekam nun eine Tracht, so groß, wie er sie nur tragen konnte, und damit ging er seines Weges. Als darauf am Abend der Riese mit den Ziegen nach Hause kam, spazierte der Königssohn ebenso wie die beiden Abende zuvor im Zimmer auf und ab und sang und traleite. »Bist du in der Hölle gewesen und hast den Brandschatz geholt?« fragte ihn der Riese. »Ja, Herr«, sagte der Königssohn. »Wo hast du ihn denn?« fragte der Riese. »Da, auf der Bank steht der Goldsack«, sagte der Königssohn. »Das will ich mal sehen«, sagte der Riese. Und als er zusah, stand da ein Sack. Der war so gedrängt voll, dass die Gold- und Silberstücke herausfielen, so wie nur der Riese das Band ein wenig auflockerte. »Du hast gewiss mit meiner Meisterjungfer gesprochen«, sagte er. »Ist aber das der Fall, dann drehe ich dir das Genick um.« »Mit eurer Meisterjungfer«, sagte der Königssohn. »Gestern und vorgestern schwatztet ihr von eurer Meisterjungfer und heute wieder?
Was ist denn das für eine Herr? Ich möchte sie doch gern einmal sehen.« »Ja, warte nur bis morgen, dann sollst du sie zu sehen kriegen«, sagte der Riese. »Dankeschön«, sagte der Königssohn. »Aber es ist wohl bloß euer Scherz, Herr.« Den Tag darauf ging der Riese mit ihm in das Zimmer, worin die Meisterjungfer war. »Jetzt sollst du ihn schlachten und ihn in dem großen Kessel für mich zum Mittag kochen. Und wenn die Suppe fertig ist, kannst du mich rufen«, sagte er zu ihr und streckte sich auf die Bank hin. Und während er nun da lag und schnarchte, dass der alte Berg bebte, nahm die Meisterjungfer ein Messer, schnitt damit den Burschen in den Finger und ließ 3 Blutstropfen auf die Bank fließen. Darauf nahm sie die alten Lappen und Schuhsohlen und anderen Kram, den sie finden konnte, und warf es in den Kessel. Da nahm sie einen ganzen Kasten voll gemahlenes Gold und einen Salzstein und eine Wasserflasche, die bei der Tür hing, und einen goldenen Apfel und 2 goldene Hühner nahm sie auch mit. Und darauf machten beide sich aus dem Staube, so schnell sie nur konnten. Wie sie nun ein Ende gegangen waren, kamen sie zu dem Meer, und da gingen sie unter Segel. Wie sie aber zu dem Schiff gelangten, habe ich nie so recht erfahren können. Als der Riese eine gute Weile geschlafen hatte, fing er an, sich zu strecken. »Ist das Essen noch nicht fertig?« fragte er. »Eben erst angefangen«, sagte der erste Blutstropfen auf der Bank. Darauf legte er sich wieder schlafen und schlief noch eine gute Zeit. Endlich fing er wieder an, sich zu strecken. »Ist jetzt das Essen fertig?« fragte er, aber ohne aufzusehen, ebenso wie er auch das erste Mal getan hatte, denn er war noch halb im Schlaf. »Halb fertig«, sagte der zweite Blutstropfen. Der Riese aber glaubte, es sei die Meisterjungfer, die das sagte, kehrte sich wieder um und legte sich aufs Neue schlafen. Als er nun viele Stunden hintereinander geschlafen hatte, fing er endlich wieder an, sich zu rühren und zu strecken. »Ist es denn jetzt fertig?« fragte er. »Vollkommen fertig«, sagte der dritte Blutstropfen. Der Riese richtete sich nun auf und rieb sich die Augen. Aber er konnte die Meisterjungfer nirgends erblicken, und darum rief er sie bei Namen. Er bekam aber keine Antwort. »Oh«, dachte er, »sie ist wohl nur ein wenig hinausgegangen«, und nahm einen Löffel und füllte damit aus der Kessel, um das Essen zu probieren. Da fand er aber nichts als lauter Schuhsohlen und Lumpen und dergleichen Kram darin, und das war zusammengekocht, sodass er nicht wusste, ob's Fisch oder Fleisch war. Als er das gewahr wurde, konnte er sich wohl denken, wie die Sache sich verhielt, und ward so arg, dass er nicht wusste, auf welchem Bein er stehen sollte. Er eilte sogleich dem Königssohn und der Meisterjungfer nach. Und es dauerte nicht lange, so stand er beim Wasser. Aber da konnte er nicht hinüber. »Ich weiß schon, Rat«, sagte er, »ich will bloß meinen Meersauger rufen.« Wie nun der Meersauger ankam, legte der sich auf die Erde nieder und tat 3-mal einen guten Trunk. Und da ward das Meer so viel kleiner, dass der Riese die Meisterjungfer und den Königssohn auf dem Schiff sehen konnte. »Jetzt musst du den Salzstein hinauswerfen«, sagte die Meisterjungfer. Und als der Königssohn das getan hatte, entstand plötzlich quer durch das Meer ein so hoher Berg, dass der Riese nicht hinüber konnte, und der Meersauger konnte ihm nun auch nichts helfen. »Ich weiß schon, Rat«, sagte der Riese und holte sich seinen Bergbohrer, und damit bohrte er ein großes Loch durch den Berg, sodass der Meersauger wieder trinken konnte. Wie die Meisterjungfer das gewahr ward, sagte sie zu dem Königssohn, jetzt solle er 1 oder 2 Tropfen aus der Flasche gießen, und als der Königssohn das getan hatte, ward das Meer wieder ganz voll. Ehe nun der Meersauger noch wieder einen guten Trunk tun konnte, waren sie schon am Lande und damit waren sie gerettet.
Nun wollte der Königssohn die Meisterjungfer nach seines Vaters Schloss bringen. Aber er meinte, es schicke sich nicht, dass sie zu Fuß gehe. Und darum sagte er zu ihr, »Warte hier eine Weile. Ich will nur nach Hause gehen und die 7 Pferde holen, die in meines Vaters Stall stehen. Denn ich möchte nicht gern, dass meine Braut zu Fuß auf dem Schloss ankäme. Der Weg dahin ist nicht lang und ich werde bald wieder hier sein.« »Ach nein, tu das nicht«, sagte sie, »denn kommst du erst zu deines Vaters Schloss, dann wirst du mich bald vergessen.« »Wie sollte ich dich wohl vergessen?« sagte der Königssohn, »da wir so viel Ungemach zusammen erduldet und einander so lieb haben.« Und er wollte und musste nach Hause und einen Wagen und die 7 Pferde holen, und sie sollte so lange dort am Ufer auf ihn warten. Und weil er es nun durchaus nicht anders wollte, so musste er endlich die Meisterjungfer nachgeben. »Aber«, sagte sie, »wenn du auf das Schloss kommst, musst du dir nicht einmal so viel Zeit lassen, dass du jemanden grüßest und geradewegs in den Stall gehen und die Pferde von den Wagen spannen und dann davonjagen, so schnell du kannst. Denn sie werden wohl alle sehr neugierig sein und um dich herumkommen. Aber du musst tun, als ob du sie gar nicht bemerktest, und dann darfst du durchaus keinen Bissen von dem, was man dir anbietet, genießen. Tust du das, dann machst du sowohl dich als mich unglücklich.« Der Königssohn versprach ihr, sich genau nach allem zu richten zu wollen, was sie ihm gesagt hatte, und versicherte ihr, dass sie durchaus nicht zu fürchten brauche, als ob er sie je vergessen könnte. Als aber der Königssohn auf dem Schlosshof ankam, hielt gerade einer von seinen Brüdern Hochzeit, und die Braut und alle Gäste waren schon da. Und alle kamen um ihn herum und fragten ihn nach diesem und jenem und nötigten ihn mit sich ins Schloss. Aber er tat, als ob er sie gar nicht bemerkte, ging geradezu in den Stall, zog die Pferde heraus und wollte sie vor den Wagen spannen. Wie sie nun auf keine Art und Weise ihn bewegen konnten, mit ihnen in das Schloss zu gehen, brachten sie ihm Essen und zu trinken heraus. All das Beste, was man zur Hochzeit angerichtet hatte. Aber der Königssohn wollte von allem keinen Bissen anrühren, sondern beeilte sich nur, die Pferde vor den Wagen zu spannen. Da rollte aber zuletzt die Schwester der Braut einen Apfel über den Schlosshof zu ihm hin. »Wenn du denn durchaus nichts genießen willst«, sagte sie, »so kannst du doch wenigstens in diesen Apfel beißen, denn du wirst wohl hungrig und durstig sein von der langen Reise.« Da hob der Königssohn den Apfel von der Erde auf und biss hinein. Aber kaum hatte er das getan, so vergaß er ganz und gar die Meisterjungfer und dass er sie holen wollte. »Bin ich denn verrückt?« sagte er. »Was will ich mit den Pferden und mit dem Wagen?« Und darauf zog er die Pferde wieder in den Stall und ging mit den anderen ins Schloss. Und nun dauerte es nicht lange, so war es dahin gekommen, dass er die Schwester der Braut heiraten sollte, dieselbe, welche ihm den Apfel zugerollt hatte. Die Meisterjungfer saß indes am Ufer und wartete 7 lang und 7 breit, aber kein Königssohn ließ sich sehen. Endlich ging sie fort, und als sie ein Ende gegangen war, kam sie zu einer kleinen Hütte, welche ganz einsam in einem Walde, nicht weit von des Königs Schloss lag. Da ging sie hinein und bat um Herberge. Drinnen aber saß ein altes Weib, dem die Hütte gehörte. Das war aber ein arges und abscheuliches Trollmensch und wollte anfangs von der Meisterjungfer gar nichts wissen. Aber endlich und zuletzt gab sie ihr doch Herberge für Geld und gute Worte. Aber unsauber und schmutzig war es drin, wie in einem Schweinestall. Die Meisterjungfer sagte, sie wolle die Hütte ein wenig aufputzen, damit es doch aussehen würde wie bei anderen honetten Leuten. Aber das litt die Alte nicht, sondern fing an zu schelten und zu toben und war ganz entsetzlich böse. Aber die Meisterjungfer zog dessen ungeachtet ihren Schrein hervor und warf eine Handvoll Goldmehl in das Kaminfeuer. Da flackerte es hell auf und ein roter Strahl zog durch die ganze Hütte, sodass sie inwendig und auswendig davon vergoldet wurde. Als die Alte das sah, ward sie so arg, dass sie aus der Haut fahren wollte und rannte zur Hütte hinaus, als ob der Teufel hinter ihr her wäre. Da vergaß sie aber, sich zu bücken und zerbrach sich die Hirnschale an der Türpfoste.
Den Morgen darauf kam der Schulze da vorbei. Der war ganz verwundert über die goldene Hütte, die er im Wald glänzen sah. Aber als er hineinging und drin die schöne Jungfrau erblickte, da verwunderte er sich noch mehr. Und er ward augenblicklich so in sie verliebt, dass er um sie freite. »Ja, hast du aber auch brav Geld?« fragte die Meisterjungfer. »Ja, Geld hätte er genug«, sagte er, »und er wolle sogleich hin und es holen.« Am Abend kam er wieder und brachte einen ganzen Scheffelsack voll. Den setzte er auf die Bank hin. Ja, weil er so viel Geld hatte, wollte die Meisterjungfer ihn haben. Und darauf legten sie sich zusammen ins Bett. Kaum aber hatten sie sich niedergelegt, so wollte die Meisterjungfer wieder aufstehen. Denn sie hätte noch vergessen, das Feuer im Kamin anzuschüren, sagte sie. »Ach, behüte«, sagte der Schulze, »solltest du darum aufstehen, das will ich wohl tun.« Und damit sprang er aus dem Bett und lief nach dem Kamin. »Sage mir's, wenn du den Aschracker angefasst hast«, sagte die Meisterjungfer. »Nun habe ich ihn angefasst«, sagte der Schulze. »So gebe Gott, dass du ihn festhältst und er dich und du da stehen magst die ganze Nacht und dir Kohlen und Asche über den Kopf raken bis an den hellen Morgen«, sagte die Meisterjungfer. Und als sie das gesagt hatte, blieb der Schulze vor dem Kamin stehen und ragte sich Kohlen und Asche über dem Kopf die ganze Nacht hindurch. Und wie sehr er auch weinen und bitten und raken mochte, so verloschen darum doch nicht die Kohlen und die Asche wurde nicht kühler. Erst am Morgen, als es Tag wurde, ließ ihn der Aschracker los. Aber nun blieb er keinen Augenblick länger in der Hütte, sondern machte sich fort, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Und alle Leute, die ihm begegneten, sahen ihn an und lachten. Denn er legte los, als ob er toll wäre. Und aussehen konnte er nicht schändlicher, wenn man ihn gegerbt und geschunden hätte. Den Tag darauf kam der Amtsschreiber da vorbei. Der sah auch die Hütte im Walde glänzen. Und als er hineinging, um zu sehen, wer da wohnte und die schöne Jungfrau erblickte, da ward er noch mehr in sie verliebt als der Schulze und freite stehenden Fußes um sie. Ihr sagte die Meisterjungfer wieder, sie wolle ihn wohl haben, wenn er brav Geld hätte. Ja, sagte der Schreiber, Geld hätte er genug und er wolle sogleich hin und es holen. Am Abend kam er mit einem großen, schweren Sack an. Ich glaub gewiss, es waren 2 Scheffel drin. Und den setzte er auf die Bank hin. Nun war denn weiter nichts im Wege und sie legten sich zu Bette. Aber kaum hatten sie sich niedergelegt, so hatte die Meisterjungfer vergessen, die Haustür zuzumachen und darum wollte sie wieder aufstehen. »Ach, behüte, solltest du das tun?« sagte der Schreiber. »Nein, bleib du nur liegen, ich will wohl hingehen.« Und damit sprang er aus dem Bett so leicht wie eine Erbse auf Birkenrinde und lief hinaus auf die Diele. »Sage mir, wenn du die Tür angefasst hast«, rief die Meisterjungfer. »Nun hab ich sie angefasst«, rief der Schreiber auf der Diele. »So gebe Gott, dass du sie festhältst und sie dich, und ihr hin und her fahren mögt die ganze Nacht, bis dass es Tag wird«, sagte die Meisterjungfer. Und nun musste der Schreiber die ganze Nacht über mit der Tür vorwärts und rückwärts tanzen, aber einen solchen Walzer hatte er noch nie gemacht und es verlangte ihn auch nachher nicht, ihn wiederzumachen. Bald war er vorn und bald die Tür und es ging von der Pfoste an die Mauer, von der Mauer an die Pfoste, sodass der Schreiber sich beinahe zu Tode stieß. Erst fing er an zu fluchen und dann zu weinen und zu bitten, aber um alles das bekümmerte sich die Tür gar nicht, sondern hielt fest so lange, bis es Tag ward. Dann erst ließ sie ihn los. Und der Schreiber auf und davon, als ob's für Geld ginge. Er vergaß sowohl seine Freierei als den Goldsack und war nur froh, dass die Tür nicht hinter ihm hergetanzt kam. Alle Leute, die ihm begegneten, sahen ihn an und lachten, denn er flog davon, als ob er toll wäre. Und dazu sah er aus noch schlimmer, als hätten die Böcke ihn die Nacht untergehabt. Am dritten Tag kam der Amtmann da vorbei. Der hatte kaum die goldene Hütte erblickt, so wolle er auch hin und zusehen, wer da wohnte. Und als er nun drin die Meisterjungfer sah und sie kaum gegrüßt hatte, war er schon so verliebt in sie, dass er augenblicklich um sie freite.
Die Meisterjungfer aber antwortete ihm ebenso wie den beiden anderen, wenn er brav Geld hätte, dann wollte sie ihn wohl haben. Ja, davon hätte er nicht so wenig, sagte der Amtmann und ging sogleich nach Hause, um es zu holen. Als er am Abend wiederkam, brachte er einen noch größeren Sack mit als der Schreiber. Es waren gewiss 3 Scheffel drin. Und den setzte er auf die Bank hin. Ja, nun war da nichts weiter im Wege. Nun sollte er die Meisterjungfer haben. Kaum aber hatten sie sich zu Bett gelegt, so sagte die Meisterjungfer, sie hätte vergessen, das Kalb einzulassen und wollte darum wieder aufstehen. Nein, den Kuckuck, das sollte sie ja nicht, das wollte er schon tun, sagte der Amtsmann. Und der, so dick und fett er war, heraus aus dem Bett, so leichtfüßig, als wäre ein junger Bursch gewesen. Sage mir, wenn du das Kalb beim Schwanz hältst, sagte die Meisterjungfer. Jetzt halt ich's, rief der Amtmann. So gebe Gott, dass du den Schwanz hältst und er dich und ihr in der Welt herumfahren möget, bis dass es Tag wird, sagte die Meisterjungfer. Und kaum hatte sie das gesagt, so legte das Kalb mit dem Amtmann los über Stock und Stein, über Berg und Tal, so dass die Heide wackelte. Und je mehr der Amtmann fluchte und schrie, desto schneller rannte das Kalb mit ihm davon. Als es Tag wurde, war der Amtmann beinahe zu Matsch. Und nun erst ließ das Kalb ihn los. Mittlerweile hatte er aber seine Freierei ganz vergessen und seinen Geldsack dazu. Er ließ es nun zwar etwas sachter angehen als der Schreiber und der Schulz, aber je schulpusiger er fortkroch, desto mehr Zeit hatten die Leute, ihm nachzugucken und zu lachen. Den Tag danach sollte auf dem Schloss die Hochzeit der beiden Prinzen gefeiert werden, nämlich die des Ältesten und die des Jüngsten, der bei dem Riesen gewesen war, denn der sollte die Schwester von der Braut seines Bruders heiraten und beide Brautpaare sollten in der Kirche zugleich getraut werden. Als sie aber in den Wagen stiegen und vom Schlosshof fahren wollten, da zerbrach das eine Wachtholz. Sie nahmen nun ein anderes, aber das zerbrach auch. Darauf nahmen sie ein drittes, aber es half ihnen alles nichts, denn was für Holz sie auch nehmen mochten, so hielt doch kein einziges. Wie sie nun ganz missmütig dastanden und nicht fortkonnten, sagte der Schulze, denn der war auch mit zur Hochzeit gebeten, musst du wissen. Dort im Walde wohnt eine Jungfrau, die hat einen Aschracker, womit sie das Feuer anschürt. Wenn ihr nur zu der schicken und sie bitten lassen wolltet, euch diesen Aschracker zu leihen, so weiß ich gewiss, dass er nicht entzwei geht. Es wurde nun sogleich zu der Jungfrau geschickt, und sie ließen sie bitten, ihnen doch den Aschracker zu leihen, wovon der Schulz gesprochen hätte. Die Jungfrau sagte auch nicht nein, sondern gab dem Boten ihren Aschracker. Und nun bekam sie eine Wacht, die nicht entzwei gehen kann, zu glauben. Als sie aber darauf vom Schlosshof fahren wollten, zerbrach plötzlich der Wagenboden. Und wie oft sie auch einen neuen Boden machten und was für Holz sie auch dazu nehmen mochten, so half doch alles nichts. Denn wenn sie aus dem Hof fahren wollten, ging er jedes Mal wieder entzwei und sie waren nur noch übler dran als vorhin mit dem Wachtholz. Endlich sagte der Amtsschreiber, denn war der Schulze da, so konnte man sich wohl denken, dass der Amtsschreiber nicht fehlen durfte. Dort im Walde wohnt eine Jungfrau. Wenn die euch bloß ihre eine Halbtür leihen wollte, die von lauter Gold ist, so weiß ich gewiss, dass sie nicht entzwei geht. Sogleich wurde nun wieder zu der Jungfrau geschickt und sie ließen sie bitten, ihnen doch die eine Halbtür zu leihen, wovon der Schreiber gesprochen hätte. Und die bekam sie dann nun auch. Nun war alles gut und sie wollten nach der Kirche fahren, aber da waren die Pferde nicht imstande, den Wagen vorzuziehen. 6 Pferde hatten sie schon davor, dann spannten sie 8 vor, dann 10, dann 12, aber wie viel sie auch vorspannten und wie sehr der Kutscher auch peitschen mochte, es half alles nichts. Der Wagen rührte sich nicht vom Fleck. Es war nun schon ziemlich spät geworden und zur Kirche wollten und mussten sie. Und wie sie nun gar keine Möglichkeit sahen, fortzukommen, waren sie alle nahe dran zu verzweifeln. Zuletzt aber sagte der Amtmann, dort im Walde wohne eine Jungfrau, die hätte ein Kalb, welches, ja, wenn sie bloß das Kalb geliehen bekämen, sagte er, das würde den Wagen schon ziehen, und wenn es so schwer wäre wie ein Berg.
Sie meinten nun zwar, es sehe nicht hübsch aus, mit einem Kalb zur Kirche zu fahren, aber es war einmal kein anderer Rat. Sie mussten wieder zu der Jungfrau schicken und sie bitten lassen, ihnen doch das Kalb zu leihen, wovon der Amtmann gesprochen hatte. Die Meisterjungfer sagte auch diesmal nicht nein, sondern gab dem Boten sogleich das Kalb. Da sie es nun vorgespannt hatten, sauste der Wagen davon über Stock und Stein, durch Rusch und Busch, so dass sie kaum Atem holen konnten. Bald waren sie auf der Erde und bald waren sie in der Luft, und als sie zur Kirche kamen, flog der Wagen rund um die Kirche, so schnell wie ein Haspel, und es gelang ihnen nur mit genauer Not herunterzukommen. Auf dem Rückweg aber ging's noch schneller, und sie hatten fast alle die Besinnung verloren, als sie wieder auf dem Schlosshof ankamen. Als sie sich zu Tisch gesetzt hatten, sagte der Königssohn, der, welcher auf dem Riesenschloss gewesen war, es schicke sich nicht anders, als dass sie auch die Jungfrau einlöden, die ihnen den Aschracker, die Halbtür und das Kalb geliehen. Denn hätten wir die drei Dinge nicht erhalten, so wären wir noch nicht von der Stelle gekommen, sagte er. Ja, das, deuchte dem König auch, wäre nicht mehr als billig. Und er schickte sogleich 5 von seinen Leuten zu der vergeudeten Hütte mit einem Gruß von ihm. Und die Jungfrau möchte doch so gut sein und aufs Schloss kommen und da zum Mittag essen. Die Jungfrau aber antwortete, »Grüßt nur den König wieder von mir und sagt ihm, wenn er sich gut dünke, um selbst zu mir zu kommen, so dünke ich mich auch viel zu gut, um zu ihm zu kommen.« Nun musste der König den selbst aufmachen, und da ging die Jungfrau auch sogleich mit. Der König aber konnte sich wohl denken, dass sie etwas mehr war, als sie zu sein schien, und setzte sich darum bei Tafel oben an bei dem jüngsten Bräutigam. Als sie nun eine Weile gesessen hatten, nahm die Meisterjungfer den Hahn und das Huhn und den goldenen Apfel hervor, welche 3 Dinge sie aus dem Riesenschloss mitgenommen hatte, und legte sie vor sich auf den Tisch. Und sogleich fing der Hahn und das Huhn an, sich um den goldenen Apfel zu schlagen. »Hei, seht doch, wie die beiden da um den goldenen Apfel kämpfen«, sagte der Königssohn. »Ja, so hatten wir beide damals auch zu kämpfen, um aus dem Berg zu kommen«, sagte die Meisterjungfer. Da erkannte der Königssohn sie wieder, und seine Freude war unbeschreiblich. Die Trollhexe aber, die ihm den goldenen Apfel zugerollt hatte, ließ er von 24 Pferden in Stücke zerreißen, so dass kein Fetzen an ihr ganz blieb. Und nun begann erst die rechte Hochzeit. Und der Schulz und der Schreiber und der Amtmann, so sehr sie sich auch die Flügel versenkt hatten, waren auch mit dabei und hielten aus bis zuletzt.